Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich möchte euch heute mal wieder mit durch meinen Alltag nehmen. Ich habe es euch auf Instagram schon erzählt, da bin ich nämlich jetzt viel aktiver, dass ich heute vloggen werde. Und genau, ich möchte heute ein bisschen aufräumen und Ordnung machen und ja, da würde ich euch einfach gern mitnehmen. Ich muss dann auch einkaufen, das heißt, es wird ein Foodhaul geben. Und ja, genau, ich freue mich jetzt voll zu vloggen. Das Wetter ist ja im Moment so bombastisch schön, also wenn ich mich das mal an die Tür stelle, da scheint so schön die Sonne hier rein. Also es ist echt wahnsinnig schön, das macht richtig, richtig gute Laune, das Wetter. Nur beim Filmen ist es halt immer wegen mit der Überbelichtung und so ein bisschen blöd, aber gut, was soll's, ne? Ich genieße das voll. Ich saug das richtig auf, wenn wir zum Beispiel Gassi gehen und die Vögel zwitschern und so. Oh, das ist einfach so wahnsinnig schön. Ich freue mich voll, dass das Wetter wieder besser wird. Da kriegt man gleich auch viel bessere Laune. Ja, genau. Jetzt bin ich vom einen ins andere Thema gekommen, aber das ist ja bei mir schon fast normal. Ja, ich hoffe, dass ihr euch freut, dass ich euch mit durch meinen Tag nehme. Ich gehe jetzt als allererstes einkaufen und ja, genau, würde sagen, ihr könnt euch jetzt auf einen Foodhaul freuen. Ich bin wieder zu Hause und ich war jetzt beim Netto einkaufen und beim Müller und ich zeige euch kurz, was ich gekauft habe. So, und zwar habe ich mir diese Dinger hier gekauft. Ich finde die voll lecker. Das sind so Brezeln mit Käsegeschmack. Die sind zwar sehr hart, aber ich finde die richtig gut. Und darum habe ich mir da eine Packung mitgenommen. Dann habe ich dieses Kaisergemüse gebraucht, weil wir heute Abend Kaisergemüseauflauf essen. Dann braucht man da auch so geriebenen Käse. Ich habe noch einen Reis mitgenommen. Das war jetzt der einzigste Reis, den die noch da hatten. Ich mag eigentlich lieber Basmati-Reis, aber gut. Dann brauche ich für das Rezept heute Abend Kartoffeln, mehlig kochend. Darum habe ich da einen Sack mitgenommen. Ich sehe jetzt nur, dass die hier ein wenig komisch aussehen. Also ich hoffe, die sind gut. Das nervt mich immer ein wenig, aber gut. Dann brauche ich auch Möhren für ein Gericht. Das machen wir aber schon morgen oder übermorgen. Dann habe ich zwei Äpfel mitgenommen, eine Zucchini, fünf Philipp so Geflügelsalami, zwei Becher Sahne und da hinten habe ich ein bisschen Red Bull mitgenommen. Ich habe noch ein Brot gekauft. Ja, aber das habe ich jetzt schon da hinten verräumt. Und bei Müller habe ich auch was gekauft und zwar einmal solche Allzweck-Gefrierbeutel. Die habe ich für die Masken von Philipp gekauft, weil der darf ja jetzt wieder zweimal die Woche in die Schule. Und die müssen ja immer die Masken irgendwo verstauen. Und diese Zipperbeutel sind dafür super gut. Ich habe nur keine mehr, weil die sind halt leise. Weil diese Boxen, also ich hatte da eine Zeit lang eine Tupperbox, aber das ist halt zu laut. Deswegen habe ich jetzt die dafür gekauft und ja, die machen keine Geräusche. Da kann er seine frischen Masken reintun und dann gebe ich ihm noch einen für die alten Masken und ich stehe schräg, sehe ich gerade. So ist besser. Genau. Dann habe ich neue Buntstifte gekauft, weil wir einen grünen Stift gebraucht haben. Der ist leer und den haben wir jetzt schon raus und haben das umgeändert. Aber ich habe gesagt, die heben wir jetzt auf und wenn dann wieder einer kürzer wird, dann tauschen wir das hier einfach aus. Aber der Philipp liebt halt grün, deswegen war der grüne Stift zuerst leer. Ein neues Schulheft habe ich ihm kaufen müssen, weil die haben immer so ein Blankoheft, wo sie reinmalen dürfen. Die hatten aber jetzt nur eins mit Rand und ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Also ich zeige ihm das jetzt dann gleich. Ja, der malt ja da eh nur rein. Wenn wir mal ehrlich sind, es ist kein wichtiges Schulheft für Mathe zum Beispiel, wo die Kästchen stimmen müssen. Das ist nur, wenn die Kinder mal freie Zeit haben, dann dürfen die da malen und deswegen habe ich gedacht, der Rahmen ist nicht so schlimm. Und für mich habe ich so Ordnertrennungen gekauft. Ja, weil ich immer gerne alles in Ordner abhefte und so, da kann ich euch auch mal was zeigen. Ordner habe ich jetzt keine gekauft, weil ich eine Freundin habe, die hat ganz viele Ordner, die sie nicht braucht und die gibt sie mir. Und deswegen habe ich jetzt nur erstmal die Einlagen gekauft.
Und jetzt zeige ich euch warum. Schaut euch mal den Ordner hier an. Das sind alles Sachen von der ersten Klasse von Philipp. Und es ist echt mega viel. Deswegen, ich brauche halt echt Ordner. Er ist jetzt in der zweiten Klasse, haben wir jetzt noch nicht so viel. Da ist auch ein bisschen was da dabei. Ich tue das auch aussortieren, also weil das ist echt, also das muss ich nicht alles aufheben, hoffe ich. Ihr könnt mir mal sagen, falls ihr Schulkinder habt, wie lange ihr diese Unterlagen aufgehoben habt. Aber ja, ich glaube, alles aufzuheben ist ja Quatsch, ne? Ja, jetzt habe ich so kurz den Faden verloren, weil ich dabei wieder rumgelaufen bin. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut und ja. Auf jeden Fall brauche ich halt deswegen so viele Ordner. Und ja, mich würde echt interessieren, wie das bei euch und euren Kindern ist, falls ihr welche habt. Ja. Aber das muss ich dann mal aussortieren. Jetzt verräume ich ja mal den Einkauf. Und ja, dann gucken wir mal. Ich will jetzt eine große Runde wieder spazieren gehen. Philipp hat alle Hausaufgaben im Hort schon erledigt. Das finde ich immer sehr toll, weil dann haben wir jetzt sozusagen frei. Lernen muss er ja so noch nicht oder beziehungsweise nicht mehr, seit die jetzt Distanzunterricht hatten, mussten wir ja keine Tests mehr schreiben. Ich weiß noch, zuvor hatten die Tests geschrieben, da haben wir auch richtig dann immer, also was heißt richtig gelernt, ne? Aber wir haben halt schon versucht, dass er sich das alles dann gut merkt, ne? Aber nun gut, so, ich halte jetzt die Klappe. Ich räume jetzt alles auf und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Ja, wir waren jetzt spazieren und ich war jetzt auch noch ein bisschen im Garten. Ich möchte den dieses Jahr ein bisschen umgestalten. Wir haben letztes Jahr schon angefangen. Ja, wir hatten da ja so ein Spielhaus im Garten stehen und das ist jetzt weg. Ich drehe euch jetzt mal kurz um und zeige euch, was ich verändert habe. Kann man das sehen, weil ich bin jetzt schon innen. Also hier stand ja immer das Spielhaus. Da sieht man auch, da fehlt die Erde, der Rasen. Also hier fehlt dann auch noch der Rasen. Dann habe ich die ganzen Steine hier weg. Hallo Roy. Hallo Benny. Genau, die ganzen Steine hier am Rand habe ich weggemacht. Und da hinten, das ist alles ein wenig aufgerecht und so. Ja, die Steine kommen alle weg. Da habe ich da noch einen Haufen. Roy, geh mal beiseite. Und hier liegen ja auch noch so Platten. Das muss auch noch alles weg. Der Dennis hat seine ganzen Grills und so mitgenommen. Aber ja, ganz langsam alles. Ich muss auch hier lauter Löcher auffüllen und so. Und ja, genau. Dann habe ich hier diese Markise weg. Ups, jetzt bin ich gegen die Tür gelaufen. Die ging da einmal außen rum, die habe ich weg. Genau, das habe ich jetzt alles gemacht und jetzt bin ich, warum bin ich jetzt so gelb? Jetzt. Das habe ich jetzt auf jeden Fall alles gemacht. Ich bin jetzt auch total blöd, es ist jetzt 5:30, ich muss mich jetzt ums Abendessen kümmern. Und ja, dann müssen wir Abendessen und auch schon wieder ins Bett. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gar nicht viel gefilmt. Ich bin auch schon wieder total außer Atem. Aber was soll's. Ich muss jetzt dann noch Philipps Bett überziehen, weil das habe ich auch alles gewaschen. Das steht hier noch rum, das trocknet hier. Und kennt ihr das, wenn der Tag manchmal eigentlich 30 Stunden haben könnte? Ja, ich glaube, so geht es mir heute. Aber gut, was soll's. Ich mache jetzt mal weiter, weil von nichts kommt nichts. Ist ein blöder Spruch, aber es stimmt halt auch einfach. Und genau, Garten mache ich heute auf jeden Fall nichts mehr. Der Baum muss nämlich auch noch gekürzt werden. Der ist so groß und der wächst und wächst und ja, aber das machen wir dann am Wochenende. Da hilft mir dann noch mein Freund und da muss ich das nicht alles alleine machen. Genau, ich sage jetzt mal bis dann und jetzt kümmere ich mich erstmal um was zu essen. So, der Kaiser Gemüseauflauf ist fertig. So sieht er aus. Das ist wie gesagt ein Thermomix-Rezept, das darf ich euch ja leider immer nicht sagen. Aber da sind drin Kartoffeln, Karotten, Blumenkohl und Brokkoli mit so einer Milch-Sahne-Soße und es dann mit Käse überbacken. Ich mag das immer nicht, wenn der Käse so knusprig ist. Darum tue ich das schon immer früher raus. Und ja, genau. Tisch ist gedeckt und wir essen jetzt. Ja, wir haben jetzt gegessen und es ist jetzt auch schon relativ spät. Der Philipp ist schon im Bett und ja, ich habe mich jetzt hier aufs Sofa gesetzt. Mit diesen Dingern hier, die schmecken so lecker. Und dann nasche ich jetzt noch ein paar und schaue dabei die Serie weiter, die ich angefangen habe. Und zwar mir Kinder vom Bahnhof Zoo auf Amazon Prime.
Ich bin jetzt bei Folge 3. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich schaue es weiter, weil es mich interessiert, aber ja, gefesselt hat es mich jetzt noch nicht. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr die Serie auch geguckt habt oder gucken möchtet oder ja, genau, oder was ihr davon haltet und genau. So, ich bin jetzt auch schon total kaputt. Ich wünsche euch jetzt noch alle einen wunderschönen Tag, ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Vlog wiedersehen. Tschüss!